Wir werden hier hin und her geschaukelt. Aber wie? Einen wunderschönen guten Tag, liebe Videofreunde. Ja, wir hatten heute Nacht das mega Glück. Wir stehen an einem traumhaften Platz, wie euch ja die Fotos zeigen werden. Aber es war gestern Abend sehr, sehr windig. Und heute Morgen war Sturm. Aber richtig. Ist noch, ja. Aber vorhin war es noch schlimmer gewesen. Also es war kein Wind, sondern richtig Sturm. Und gestern Abend dann, ich weiß gar nicht wann genau, auf einmal schlagartig hat der Wind nachgelassen. Also wenn es jetzt ein bisschen wackelt, dann ist das, weil das Auto wackelt. Und wir hatten in der Nacht Windstille. Und Aurora hat sich von der schönsten Seite gezeigt. Das war gestern der Hammer, oder? Wahnsinn. Also das war wirklich sehr beeindruckend gestern gewesen. Es war toll. Es war der beste Platz, den wir für so eine Geschichte haben konnten. Ja, leider sind die Wetterprognosen für die nächste Zeit, was den Norden betrifft, vor allen Dingen den norwegischen Norden betrifft, nicht gut. Und das wird auf lange Sicht auch wahrscheinlich nicht viel besser werden, was wir jetzt so gesehen haben. Schade. Echt, wirklich sehr schade. Ich wäre gerne noch ein bisschen darüber gefahren, weil die Landschaft natürlich dort sehr beeindruckend ist, ne? Ja, ist uns leider nicht vergönnt. Deswegen haben wir uns jetzt heute entschieden, nach Finnland rüber zu fahren. Also, jetzt freuen wir uns aber auch auf die Tour. Und jetzt starten wir. Und jetzt geht's los. Also, bis später. Tschüssi. To your eyes, I see we're out of time. Das ist niedlich. Das ist ein Bahnübergang, der blinkt. Und jetzt zeigen wir euch mal, was hier so lang fährt. Ich würde mal behaupten, dass wenn hier was lang fährt, es Schlitten, nee, wie heißen die Dinger? Schneemobile. Aber keine Eisenbahn. Ach, wir sind heute nicht weit gekommen. Nichts mit Finnland. Wir stehen in der Autowerkstatt. Und zwar sind wir gerade mal bis Gällivare gekommen. Auf dem Weg von dem Nationalpark nach Gällivare lag mitten auf der Fahrbahn ein Brett und ist mit Nägeln nach oben. Und ich sag noch zu Michael, da lag ein Brett gerade mit Nägeln nach oben. Dann sagt er, oh wei, hoffentlich bin ich schnell drüber gefahren. Ich sag, das hätte man doch irgendwie gemerkt. Aber scheinbar, uns hat's erwischt. Und das Brett war auch ganz merkwürdig. Das lag mitten auf der Fahrbahn und die Außenseite waren die Nägel alle nach oben und die andere Außenseite waren auch die Nägel alle nach oben. Also ich habe ja gesagt, das Ding ist hingelegt worden. Aber gut, das wissen wir natürlich nicht, ne? Auf jeden Fall müssen wir da irgendwie drüber über irgendeinen Nagel gefahren sein. Und wir waren gerade an der Tankstelle hier gewesen in Gällivare und dann haben wir auch gleich Wasser aufgefüllt. Und dann hat Michael, war so schlau, Gott sei Dank, und hat Luftdruck gemessen. Und hat festgestellt, dass wir auf dem linken Vorderreifen ein Bar weniger haben. Das heißt, das gefällt mir gar nicht. Dann hat er es aufgefüllt, dann haben wir eine halbe Stunde jetzt da gestanden und gewartet. Und dann hat er es wieder aufgefüllt und ja, war wieder ein halbes Bar weg. Und so, dann haben wir gegoogelt gehabt vorher schon, dass es eine Werkstatt, ob es hier eine Werkstatt gibt in Gällivare. Und es gibt eine mit Reifendienst. Und da sind wir hingefahren und der gute Mann hat gerade Feierabend gemacht. Er war eigentlich schon zu, das hat er aber nochmal das Tor aufgemacht und hat dann gesagt, ja, aber kein Ersatzreifen haben. Da sagen wir, nee, gibt's nicht für das Auto einen Ersatzreifen.
Und dann hat er uns nochmal jetzt hier, also wie gesagt, das Tor aufgemacht und guckt gerade, ob er noch was machen kann. Wenn nicht, müssen wir heute Nacht hier bleiben auf dem Hof und müssen dann bis morgen warten. Ja, also es darf nichts glatt gehen, ne? Es muss immer irgendwas sein. Man kann gar nicht so viel Pläne schmieden, wie man sie ändern kann. Oder ändern muss. Hauptsache es wird gemacht, das wäre schon mal gut. So ein Mist. Naja, ist nicht zu ändern. Da drin wird unser Reifen gerade repariert. So, wir stehen jetzt hier in Gellibara am Campingplatz und da gibt es dann eine Nummer, die man anrufen kann. Die sind nur bis 16 Uhr da. Michael telefoniert und ich hoffe mal, wir kriegen dann heute hier ein Plätzchen, weil wir brauchen mal Strom, dass wir mal alles aufladen können. Das ist eigentlich schön hier. Zu. Wie alles zu? Es ist nicht offen. Ach. Geh mal rein. Komm, auf. Hus. Also, ihr habt gehört, alles zu. Geh mal rein. Und der Komm, Hund. Geh mal rein. Der Hund möchte fahren. Der möchte. Dalton. Der möchte Pilot sein. Dalton, komm mal runter. Oh, komm. Komm, Spazilein, komm. Nee, nee. Auf, hopp. Ob sie kommt. Oh. So, also, wir müssen weiter. Was weiß ich? Keine Ahnung. Oh nein. So, jetzt sind wir hier beim anderen Campingplatz. Ach, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, was die Dame uns gesagt hat. Da sollen wir hinfahren. Ach, Dündritt, da steht's. Dündritt. Aber hier ist auch schon alles zu. Michael guckt mal, ob es eine Telefonnummer gibt. Und ja, dann stehen hier ganz viele Wohnwagen, wahrscheinlich Dauercamper. Und ich habe aber auch schon ein paar Wohnmobile gesehen. Und das Geile ist, dass das direkt an der Piste ist. Also das ist ja richtig cool, ey. Da steigst du aus und bist direkt da oben an der Piste. Ich habe schon zu Michael gesagt, können wir das nächste Mal zum Skifahren hierher fahren. Also ich ja nicht, aber er. Und dann haben wir gleich noch die Polarlichter dazu. Das scheint hier wie so ein, ja, wie so ein Sportzentrum so zu sein. So, jetzt bin ich mal gespannt, wahrscheinlich. Es, ne, sieht nicht nach einer Telefonnummer aus. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir uns hier hinstellen. Wenn nicht, bleiben wir einfach eine Nacht hier stehen. Ohne Strom. Für einmal Aufnahmen reicht's noch. Und dann müssen wir sehen, dass wir morgen irgendwo einen Campingplatz mit Strom finden. Wir sind jetzt einfach hier hochgefahren, auf den Stellplatz, wo noch andere Wohnmobile oder Wohnwagen stehen. Haben auch hier einen sehr schönen Ausblick. Und Michael probiert jetzt mal, ob wir Strom kriegen. Bin ich mal gespannt. Und wenn man hier hinten rausschaut, dort, da ist ein riesengroßer See. Also kein schlechter Platz. Wer noch Skifahren will, wie gesagt, gleich alles vor der Tür. Ist echt cool. Und? Ist Strom? Weiß ich nicht. Guck gucken. Ja, ich glaube schon. Ja, wir haben Strom. Cool, wir haben Strom. Wir können alles aufladen. Juhu! So, heute gibt es mal wieder Salätchen. Immer wieder gut mit Halloumi und Hähnchenbrustfilet und Spinatfrischen und ein Gläschen Wein gönnen wir uns heute mal. Und dann schauen wir mal, ob wir heute wieder rausgehen, oder? Wir sind langsam müde. Ja, mal gucken mal. Warte mal, 22 Uhr haben sie gesagt, könnte wieder was werden. Und
Dann gucken wir mal. Aber so lange wie gestern bleiben wir nicht wach. Also jetzt müssen wir mal eine Nacht schlafen. Wir haben jetzt 2 Nächte bis um fast 4 Uhr immer draußen verbracht. Das geht jetzt heute nicht mehr. Heute machen wir mal, ne? Ja. Nicht länger als bis um 12. Schauen wir mal, was kommt.